Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Tja, wir sind hier ja schön in Monteriggioni. Wir haben ja beim letzten Mal schon mal viel eingesammelt hier und brauchen so also gar nicht mehr viel suchen. Und soweit ich weiß, haben wir jetzt die Möglichkeit, ja vielleicht schon in dieser Aufnahme ein weiteres Attentat zu erledigen. Ich bin mal gespannt. Wir schauen uns das dann einfach mal an. Ja, mit dem Geld, was ich habe, kann ich wohl kaum irgendwas machen. Das heißt, wir schauen mal, wie viel Medizin wir noch. Oh, gar keine mehr. Das heißt, Medizin holen wir uns, weil das ist doch wohl nötig. Wer weiß, was wir jetzt, was uns jetzt gleich alles erwartet. Oh Gott, wir können nur zwei kaufen. Warum? Das ist natürlich ganz schlecht. Das heißt, ich brauche erstmal Geld. Und wie kommt man an Geld? Richtig. Wenn man danach sucht. Oder dafür arbeitet. Und ich soll... Ich soll, glaube ich, wieder nach Florenz, soweit ich weiß. Ich glaube, ich kann noch... Ja, ich mache gerade mal eine schnelle Reise. Es ist doch... Es spart immer doch einiges an Zeit, wie ich... Wie mir wohl jeder zustimmen wird. Was ist denn eigentlich hier? Warte, was ist das? Osttor, Nordosttor, Nordtor. Ja, weil ich wollte gerade gucken, was da ganz unten in dem Bereich ist von Florenz. Aber das können wir uns ja noch gar nicht angucken. Wir gehen jetzt einfach mal ins Nordtor. Zu wenig Geld. Ach Gott. Jetzt wollte er mich aber. Na, Moment mal. Wir machen das jetzt mal gerade ganz einfach. Das habe ich nämlich ganz vergessen, mich hier mal auf Offline zu stellen, damit man nicht die ganze Zeit irgendwelche Zeichen hier sieht, von wegen online und weiter und so fort. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal ausgestellt. Ich weiß, das ist professionell, aber fürs Professionelle stehe ich ja nicht mit meinem Namen, sondern für den Spaß. Jut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe jetzt schon, ja, wenn ich überlege, seit dem letzten Mal sind... Boah, ich glaube, beim letzten Mal habe ich rund 12 Folgen im Voraus aufgenommen oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Vielleicht waren es auch nur 9. Nur 9. Das ist ja schon echt extrem viel. Und wenn wir kein Geld mehr für eine Schnellreise haben, das ist ganz schlecht. Oh, was mir aber gerade schön auf der Karte auffällt, auch wenn etwas verzögert. Wir können hier in Florenz ein weiteres Assassinengrab machen. Und ich würde sagen, da begeben wir uns doch sofort hin. Denn ich finde, die Assassinengräber sind... eigentlich immer ganz cool gemacht, einfach weil man jetzt wirklich die Kletterpassagen, ja, die sind hier wirklich sehr, sehr gut gestaltet. Manchmal hat man so seine Schwierigkeiten, das liegt dann entweder an der Steuerung oder einfach, weil man zu blöd ist, das zu lösen. Bei mir wohl eher das Zweite, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und das Gute ist ja, wir finden dann ja auch immer so um die, ich glaube, warte, lass mich überlegen, 1500 Gold oder vielleicht auch nur 600. Also irgendwie sowas. So Jungs, was habt ihr denn hier drinne? Oh, ein Schatz. Ja, ich muss ja leider sagen. Tja, sorry. Aber... Nein, das bin ich nicht. Oh, oh. Verdammt, ich gucke gerade unten auf der Minikarte und sehe, dass die Wachen dahin gehen. Die anderen Truppen. Und das dürfte uns natürlich nicht gerade helfen. Wenn die das sehen. Ach, jetzt ist auf einmal Geld wieder in der Kasse. Das ist gut so. Nach dem Assassinengrab werden wir dann wieder nach Monteriggioni gehen, wieder ein bisschen einkaufen, damit wir mehr Geld reinkriegen und uns mehr bessere Ausrüstung kaufen können. Ich werde das nämlich in, ja, so in diesem Sinne machen, dass ich dann wirklich schaue, dass ich auch möglichst schnell Monteriggioni ausbaue. Das heißt, ich werde mein komplettes erstes Geld erst da reinstecken und danach in alle Waffen und so. Weiter und so fort. Denn mit den Waffen und dem Ganzen... Hi! 1504! So, also wie gesagt, ich werde das so versuchen, dass ich halt erstmal schön Monteriggioni wieder aufbaue, damit wir schnell viel Geld reinbekommen. Und da ist ja der Vorteil, wenn wir viel Geld reinbekommen, dann können wir uns ja auch schneller bessere Sachen kaufen. Zum Beispiel bessere Rüstung, bessere Waffen... Und das finde ich ganz cool an der ganzen Geschichte. Und wir kriegen alle 20 Minuten, meine ich, das Geld. Und da sollten wir schon einiges zusammenkriegen, denke ich. Somit werde ich jetzt mal versuchen, hier zu interagieren. Und dann schauen wir mal,
dass wir ein weiteres Assassinen-Siegel bekommen. Denn das wäre doch mal echt schön. Die werden wir ja eh alle holen. Ja, alle. Das ist nämlich wichtig. Ich war jetzt, jo. Ja, das sieht da auch so. Jetzt muss ich nun, mich nur daran erinnern, was das war. Oh ja, oh ja. Hier ist sehr viel Kletterspaß angesagt, wie in jedem Assassinen-Grab. Aber hier, ja, nicht schlecht. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterne nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Tja, ja. Das ist halt so. Geld regiert die Welt. Auch wenn man es nicht so sehen will, es ist eben so. So, und jetzt schließt sich die Tür und wir können anfangen zu klettern. Und bekommen natürlich gleich den ersten Hinweis, bei dem wir anfangen können. Das Geheimnis des Duomo. Die Basilika Santa Maria del Fiore erkunden und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Okay, geht klar. Oben auf das Tor klettern. Gut, das machen wir. Und da es ja beim Klettern immer so ist, da kann man eher wenig sagen. Wir haben durch Uplay haben wir die Möglichkeit, ein komplett ein spezielles Assassinen-Grab zu machen. Und zwar das von war das von dem Urgroßvater von Onkel Mario? Ich glaube, oder beziehungsweise auf Urgroßvater von unserem Vater. Denn da gibt's eine Gruft, da gibt's eine Auditore-Gruft. Und bei der ist es eben so, dass man in der Auditore-Gruft, ich muss hier rüber, ne? Ja. In der Auditore-Gruft kann man dann eben viele Geschichten lesen. Ich habe die jetzt schon mal gespielt gehabt, weil ich die echt sehr interessant finde. Das komplette. Achtung! Akrobatisch wie immer. Die, da ist. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Richtig, das hast du. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wo wir weiter müssen. Müssen wir gleich da hinten hin? Oh. Oh, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Jetzt weiß ich hier, wo wir hin müssen. Da oben lang. Ja, und die, da wird eine Geschichte erzählt. Da erzählt der Urgroßvater, glaube ich, seine Geschichte. Wie er so dazu gekommen ist zum Assassinentum. Und halt so ein bisschen noch von seiner Lebensgeschichte dabei. Und das ist, ich muss sagen, das ist wirklich richtig interessant gestaltet. Weil man eben auch hier so richtig viele Kletterpassagen hat. Und dann immer, wenn man was geschafft hat, bekommt man so eine weitere Platte vors Gesicht gehämmert. Naja, gehämmert wohl nicht. Aber man bekommt das halt zu Gesicht und kann sich das komplett durchlesen. Und das, was da erzählt wird, kann ich euch sagen, das werde ich auch liebend gerne vorlesen. Weil das gefällt mir einfach richtig gut, dass sie so viel Liebe ins Detail bei dieser Extra-Mission eigentlich da reingemacht haben. Weil die kann man, soweit ich weiß, nur mit Uplay kriegen, indem man da so ein paar Aktionen macht. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon zweimal gesehen hier beim Let's Play. Da habe ich Aktionen beendet. Das kommt so während dem Spielen einfach. Das sind so Sachen, die man eigentlich generell macht. So, und wir sind jetzt gleich da, so wie ich das gesehen habe, ne? Yo, wunderbar. Sehr schön. Und wieder ein Weg nach unten. Jo, gerade läuft das noch ganz gut. Und, naja, durch Uplay habe ich es mir dann auch eben geholt und habe mir gedacht, gut, nehmen wir. Das sieht doch echt geil aus, oder? Sieht doch schon richtig geil aus in dieser Kirche. So, den Assassinen-Sarkophag finden. Und das finde ich halt cool, dass sie sowas eingebaut haben, so eine Assassinen-Gruft, die ja eigentlich gar nicht so dazugehört. Ich hätte es allerdings auch cool gefunden, wenn das im regulären Spiel halt beinhaltet wäre. Also ich finde es schade, dass es eben nicht so ist, dass es eben nur so ein Extra ist, was man kriegen kann in Anführungsstrichen. Das finde ich zwar schade, aber ich finde es trotzdem cool, dass wenigstens sowas gemacht wurde. Da freue ich mich noch drauf, das mit euch zu machen. Das wird vielleicht eine Extra-Folge werden, weil das ist, ist schon ein bisschen schwieriger, die ganze Geschichte. Also man kriegt die Geschichte nicht umsonst geschenkt, kann man eigentlich sagen. Aber es ist wirklich schön gemacht. Das sage ich jetzt schon zum 10.000. Mal, aber es stimmt.
Und wir sind, glaube ich, bis jetzt noch kein einziges Mal runtergefallen. Und das sollte man doch eigentlich schon ändern können hier. Hopp, hopp, hopp. So, können wir hier nach oben? Nee, ne? Doch, oh, wir können hier schon nach oben. Das hatte ich jetzt nicht mehr in der Erinnerung. So, schön auf den Balken. Genau, Ezio, das machst du sehr, sehr gut. Es ist auch praktisch, dass wir nicht selbst balancieren müssen, sonst wäre das Spiel um einiges schwieriger. Hopp. Und, wo ist ich denn hin? Ach, da unten, okay. Checkpoint. Sehr gut. Hier hoch. Oh, wow, wow, wow. Das war knapp. So, da komme ich nicht hoch, weil das noch nicht fertig gebaut ist. Aber hier an der Ecke komme ich hoch, links, mittendrin. Sehr gut. Und ich muss sagen, wow, wir haben jetzt die erste Folge wieder... Also wir werden die erste Folge hier in dem kompletten Sarkophag machen. Also in dem kompletten Assassinengrab. Aber ich finde, das ist auch gar nicht so schlimm, weil das sind halt solche Sachen nebenbei, die man einfach machen muss. Also ich meine, Alter Ears Rüstung, die will ich auch einfach haben. Da bin ich auch ganz ehrlich, die will ich einfach gerne haben. Und da ist schon so ein bisschen der Zwang dahinter. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Muss ich da runter? Ach, da ist eine Truhe. Die habe ich bis jetzt noch nie gefunden gehabt. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung. So, wir können nur... Und wir sollen... Ach du Scheiße. Oh, klar doch. Alter Schwede, ey. Da könnte mich aber ganz schnell mal umbringen. Geilen Bereich entdeckt. Yo. Wehe, jetzt gibt's nichts Gutes. Ja, genau. 250 Mäuse für so eine Aktion hier. Achso, da hinten kann ich an der Wand hoch. Das ist gut. Weil macht man keinen so einen großen Weg zurück dann. Das heißt, man kann auch recht schnell dann da hoch wieder. Also auf die eigentliche Spur zurück, auf die reguläre. Das war gerade knapp, deswegen habe ich mich nicht sofort weitergeschwungen. Hopp. Sehr schön. Das sieht doch ganz gut aus. Obwohl, ich glaube, hier oben wird es nochmal ein bisschen schwieriger jetzt. Beziehungsweise kritisch, weil wenn man hier runterfällt, ist man, soweit ich weiß, dann Infinite Incantate. Heißt tot. So, und jetzt bin ich da nämlich etwas vorsichtig. Denn wir sind gerade ohne Abstürzen hier hochgekommen. Das führe ich auch gerne so weiter. Nein, du sollst da jetzt nicht hochklettern. Kletteraffe. Sehr schön. So, und jetzt hier. Ach so, hier hoch. Okay. Gut, manche Sachen macht er, glaube ich, sogar von automatisch. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Sonst wüsste man manchmal, glaube ich, gar nicht mehr, wo man hin müsste. Und das wäre natürlich ganz unpraktisch. So, wir müssen hier an den Seiten hoch. Richtig? Ja. Richtig. So, und da haben wir es. Alter Schwede. Wer würde sich denn sowas trauen? Ganz ehrlich, wer würde sich sowas trauen? Nur Leute, die echt großes Vertrauen in sich haben. Aber sonst... Sehr schön. Mensch, da sind wir aber echt gut durchgekommen. Und wir haben einen weiteren Sarkophag gefunden. Jetzt holen wir uns erstmal den Schahahaz. Okay, wir bekommen 750. Das heißt, ich habe gar nicht richtig geraten gehabt vorhin. Auch nicht schlecht. Beziehungsweise schon schlecht, aber naja. So, gerade... Das wollte ich nicht, aber ich muss mal gerade was richten hier, damit ich mich vernünftig hinsetzen kann. So... Jo, wunderbar. Nehmen wir uns noch das Geld, dann den Sarkophag leeren wir aus. Und können somit ein weiteres Siegel einsetzen in Monteriggioni und können uns da Geld holen und weiterhin für sowas investieren. Obwohl, ich könnte es natürlich auch so machen, dass ich jetzt erst noch ein paar Missionen mache, bis das nächste Geld reingekommen ist. Oder das Fenster aufgeht. Also bis das nächste Geld reinkommt, damit ich dann halt noch mehr machen kann von den Sachen. Damit ich halt noch mehr, ja, kaufen kann auf einmal und nicht wieder dann zurück muss, weil ich auf einmal 5 Minuten danach, bevor wir nachdem wir es gemacht haben, wieder das Ganze aufs Konto kommt. Das ist ja Quatsch. Gut, dann machen wir jetzt gleich noch 2, 3 Missionchen. Je nachdem, wie lange das dauert, mit dem Geld.